Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total Warhammer 2 Replay Action und zwar eine Multiplayer-Schlacht zwischen dem Zigeunerbaron und Steve M. hier mit dem Imperium gegen die Dunkelelfen. Das ist eine Schlacht aus der Liga der Männer mit Hut, eines der Turniere, die Legatus bei uns in der Community gerade organisiert. Er ist ja schon fleißig. Gut dabei, macht viel, manchmal ein bisschen aggro, aber ansonsten guter Typ hier, der Legatus. Danke dafür, dass er hier das Turnier organisiert. Natürlich danke an Zigeunerbaron und Steve M. für diese Partie. Ich habe leider vergessen, wer ist, weil ich gerade einige Audioprobleme hatte und mein Mikrofon nicht zum Laufen gekriegt habe. Ich hoffe, es funktioniert jetzt fehlerfrei. Ich habe es auch getestet. In der Zwischenzeit sehen wir uns diesen überraschend leuchtenden Boris Wüterich an, wie er irgendwo abtaucht. Schön sieht er aus, muss man schon sagen. Aber genug des Vorspiels. Legatus hat sich diese Spiele aus ihrem Spieltag angesehen und einige vorgeschlagen, die er für uns gut hielt. Und deswegen sehen wir uns jetzt das Matchup hier, Zigeunerbaron gegen Steve M. an, aus dem Spieltag Nummer 7. Und was haben wir hier dabei? Wir sehen auf der Seite des Imperiums ungefähr gleich große Armeen auf beiden Seiten. Eine Reihe von Speerträgern. Die überlegene Defensivposition auf der Seite des Imperiums. Interessant, dass Legatus diese Karte hier gewählt hat. Natürlich müssen eigentlich beide Seiten angreifen. Wobei das Imperium hier durch ihre Artillerie schon ein bisschen einen Vorteil hat, was Reichweite angeht. Mal sehen, wie weit kann der Sonnenmacher schießen. Er kann ungefähr bis... Also das hier. Ungefähr bis hierhin schießen. Das heißt, auch das Imperium müsste eigentlich vorrücken zum Angriff. Aber gut, sie haben die Artillerie, da können sie schon ein bisschen defensiver spielen. Ansonsten hat das Imperium hier eine Menge Speerträger dabei und tatsächlich auch einige Bihandkämpfer. In der Kampagne bin ich kein großer Freund von Bihandkämpfern. Ich denke, im Multiplayer haben sie schon ihren Nutzen. Zum Beispiel gegen Echsenmenschen kommen sie sehr gut gegen Saurus-Krieger zurecht. Ihre hohe Panzerung lässt sie auch relativ gut überleben. Leider ziemlich niedrige Nahkampfabwehr von 30 und alles, was im Nahkampf halbwegs panzerbrechenden Schaden macht, lässt Bihandkämpfer dahinschmelzen. Vergleichen wir hier Speerträger mit Schilden, 42 Nahkampfabwehr. Die halten einfach richtig, richtig lange, es sei denn, jemand kommt mit Verstoßen oder Hexenkriegerin. Deswegen... Ich bevorzuge in den meisten Fällen die deutlich günstigeren Speerträger, kann man zwei Regimenter mitnehmen für ein Bihandkämpfer-Regiment. Aber sie können im richtigen Moment richtig gut sein. Die Armee, abgesehen von den Speerträgern und ein paar Bihandkämpfern, haben wir Bogenschützen und Freisterlermiliz. Freisterlermiliz, super tolle Einheit. Ich finde, sie sehen nicht nur klasse aus, sie können seit dem neuesten Patch in Bewegung schießen, leider nur beim nach vorwärts gehen, also in Richtung vorwärts schießen. Wir haben auf der rechten Seite ebenfalls Freisterlermiliz im Hintergrund, Demigreifen mit Hellebarden. Einmal die Silberkugeln hier auf dem Hügel in einer ganz guten Position und außerdem den Sonnenmacher mit Höllensturm-Raketen-Lafette, also die Sonnenmacher-Höllensturm-Raketen-Lafette. Vorteil vom Sonnenmacher im Vergleich zu anderen Höllensturm-Raketen-Lafetten ist, sie schießen einfach viel, viel schneller ihre Geschosse ab und können ihren Preis so ein bisschen schneller reinholen. Aber ich glaube, sie kosten 1900 Gold oder so um den Dreh. Wir müssen schon richtig viel Schaden machen, um diesen Preis wieder reinzuholen. Vor allem in Zeiten der schwarzen Löwen, dem mobilen Salvenkanonenregiment, was das Imperium mitbringen kann. Das ist fraglich, so eine andere teure Artillerie mitzunehmen. Ja, aber manchmal macht es halt auch einfach Spaß. Boris Wüterich als General ist jetzt nicht der unglaubliche Nahkampf-Monster-General, wie jetzt Karl Franz, aber durch seine Fähigkeiten Weißer Mantel des Ulrich, Runenklinge und Zertret die Schwachen, vor allem hier Zertret die Schwachen, Weißer Mantel des Ulrich, ist er exzellent dafür geeignet, Einheiten in einem lange anhaltenden Nahkampf zu buffen und den Gegner zu debuffen, also vor allem den Gegner debuffen. Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr und Führerschaft wird debufft, wenn er in der Nähe ist. Das haut schon ziemlich rein, kann dafür sorgen, dass eine Imperiumskampflinie viel länger hält. Amethystzauberer mit Bjunas Schicksal und Seelenraub ist dabei. Bjunas Schicksal gegen die Dunkelelfen kann man schon mitnehmen, vor allem wenn man damit rechnet, dass Höllenfeuer-Runenleser dabei sind, die ja keinen
also die relativ wenig Lebenspunkte haben, wenig Panzerung und physische Resistenz 40%, aber gegen Magie sind sie ziemlich anfällig. Das heißt, Bjuners Schicksal und Seelenraum auf dieses Landessammler sind sie schon fast tot. Muss man eigentlich auch fast machen, wegen ihren sehr guten Fähigkeiten. Wort der Schmerzen, minus 40 Nahkampfangriff und Seelenräuber sind sie einfach unglaublich stark im Nahkampf. Ich meine, 40% physische Resistenz, praktisch Geister sind diese Typen. Wir sehen außerdem einen Meister, einen der neuen Helden der Dunkelelfen, seit dem Patch, der auf seiner Echse durch die Gegend läuft. Oh, Helm der vielen Augen, bufft um 5 Nahkampfangriff und Rüstung auch noch um sich herum. Nicht schlecht. Der versteckt so auf jeden Fall einen Haufen Kavallerie, wenn er mit ihnen in den Kampf zieht. Ansonsten sehen wir bei den Dunkelelfen Düsterschwerter, Schreckenspeere, schwarze Garde von Nagarond, noch mehr Düsterschwerter, ein paar Dunkeldorn, Hexenkriegerinnen, um den Gegner festzuhalten. Und auf der linken Seite schwarze Reiter mit Repetierarmbrust. Als General ist Malekith dabei. Er hat als Zaubersprüche das Wort der Schmerzen, wie gesagt immer gut Klingensturm und den Blitz des Verderbens. Malekith sollte sich vermutlich in der Nähe seiner Fernkämpfer aufhalten. Da ist er dann relativ gefeit vor Angriffen von Boris Wüterich. Ja, Amethyst Zauberer kann ihm über die Zeit schon eine gewisse Menge an Schaden mit seinem Seelenraub machen. Aber so richtig extrem lohnt sich's vermutlich. Lohnt sich nicht, immerhin kann er sich mit seinem Seelenräuber wieder heilen. Moment, hat Malekith überhaupt seinen Seelenräuber dabei? Nee? Ja, oh, ein Blitz des Verderbens wird gecastet, aber gegen so fliegende Lords trifft das Ding nicht sonderlich gut. Das haben wir jetzt auch gerade wieder gesehen. Bei Fußlords ist es viel besser oder generell zu Fuß, aber so Einheiten in Bewegung mit der hohen Geschwindigkeit, vor allem so fliegende Einheiten, die sowieso immer wie herum wie irgendwelche Hühnchen sind, die wild durch die Gegend flanieren, trifft man sowieso nicht. Beide Armeen momentan irgendwie gerade relativ passiv. Slanisch Sammler haben gerade ein paar Treffer abbekommen. Es ist der Sonnenmacher. Das zählt als Angriff von der Seite des Imperiums. Und der Amethyst-Zauberer hat bereits auch einen Zauberspruch gecastet. Ich habe nicht gesehen, was es gewesen ist. Ich glaube nicht, dass Malekith es abbekommen hat, sonst hätte er Lebenspunkte verloren. Schon vermutlich haben Slanisch Sammler einen Seelenraub oder so abbekommen. Der Schaden hält sich in Grenzen. Höllensturm, Raketenlafette können wir jetzt hier aus der Entfernung mit schöner Grafik genießen. Und oh je, fängt an, die Dunkelelfen zu zerreißen. Das ist schon ziemlich ungünstig. Da würde ich glatt mit Malekith vor... Oh, wir haben gerade einen Seelenraub gesehen. Seelenraub auf Malekith. Ein Overcast mit erhöhter Zauberreichweite. Jeder Spruch hat den Amethyst-Zauberer sein Leben gekostet. Also nur noch die Hälfte seiner Lebensenergie da. Overcast bringt im Seelenraub nur... Oh, das war ein weiterer... Wie auch immer dieses Ding heißt, ich hab's vergessen. Das war nicht der Blick der Niedertracht. Malekith ist schon ziemlich beschädigt, muss man sagen. Ziemlich beschädigt. Auch das Imperium, freundlicherweise, ist vorgerückt und versteckt sich jetzt nicht mehr so hinter dem Fluss. Auch wenn sie einen Artillerievorteil haben. Ich denke, das ist fair, das zu tun. Auch wenn die Flankiermöglichkeiten aufgrund des Flusses jetzt auch nicht so gut sind. Malekith bekommt hier ein kleines bisschen Probleme. Wird von den billigen Bogenschützen beschossen. Und wenn er zu nah an die Silberkugel rankommt, auch von denen. Der Sonnenmacher schießt weiter fröhlich frisch in einen Haufen Hexenkriegerinnen, die das nur so mäßig mögen. Irgendwie ist um die ganzen, Einheiten solche Lichteffekte drüber. Die finde ich so ein bisschen unschön, vielleicht kann ich die ausstellen. Wir werden sehen. Es geht weiter. Auf der rechten Flanke gibt es endlich einen Kampf. Höllenfeuer, Runenlaser gegen Demigreifen. Demigreifen sind genervt mit Wort der Schmerzen. Das sind die normalen, die Anti-Groß-Demigreifen. Treffen jetzt fast nichts. Auf der anderen Seite sind die Slanish Sunder außerdem noch gebufft mit ihrem Nahkampf. Mit ihrem Heilzauberspruch. Plus der Meister gibt ihm noch einen Nahkampf-Buff. 46 Nahkampfangriff. Die Demigreifen schmelzen einfach nur so dahin. Der Seelenräuber hilft natürlich auch noch mal mehr. Außerdem sehen wir jetzt, einen Seelenraub. Diesmal Seelenraub auf die Slanisch-Sammler. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Das Imperium hat ihre Fernkämpfer vor die Infanterie, vor die Nahkampflinie gestellt. Keine gute Idee. Ich warne immer davor, noch einen sehr Bass-Failer. Allerdings auch immer mal wieder. Die Handkämpfer werden hier im Kampf gegen die Dunkelelfen große Freude haben. Denn die Dunkelelfen haben eigentlich nicht so richtig
irgendwelche panzensbrechenden Anti-Infanterie-Einheiten. Am besten sind noch die Phönixgarde und die Hexenkrieger dazu geeignet, hier die Bihan-Kämpfer zu bedrohen, aber wenn sie nicht zerschossen werden, was schwierig wird, denn die Dunkeldorn sind kaum noch übrig, aber hier von hinten, von den schwarzen Reitern, sollten die Bihan-Kämpfer eigentlich richtig, richtig viel Schaden machen an der Armee der Dunkelelfen. Auf der linken Flanke haben sich die Höllenfeuer-Runenleser fast, wie erwartet, gut gegen die Speerträger und die Demigreifen durchgesetzt. Ja, ohne Unterstützung bekommt man die einfach nicht weg. Malekith leidet unter einem weiteren Seelenraub und kämpft gegen Boris Wüterich in der Luft. Werde diesen Kampf gewinnen. An sich ist Boris Wüterich nicht der größte und stärkste aller Nahkampf-Lords und Malekith müsste eigentlich die besten Werte haben. 50 Angriff, 76 Abwehr, vor allem mit seinem Buff jetzt gerade. Ja, Boris Wüterich ist auch noch gedebufft. Der Krieg ist ordentlich auf die Schnauze und sollte vermutlich im Rahmen des Debuffs die Fliege machen. Auch Höllenfeuer-Runenlöse sind in die gefürchtete Kampfwurstformation gegangen. Und ich glaube, diesmal war es Absicht, um sich hier dünner zu machen, um an der Seite durchzukommen. Vielleicht war es auch nicht Absicht. Ist auch egal, sie sind jetzt hinten im Fernkampf drin und räumen auf. Ohoho, die Bihan-Kämpfer haben stark gelitten, vermutlich aufgrund der panzerbrechenden schwarzen Garde von Nagarond, aber was Kosten-Lusten-Verhältnis angeht, haben sich hier diese Bihan-Kämpfer auf jeden Fall sehr ausgezahlt. Auf der anderen Seite, auch hier sind die Bihan-Kämpfer mit der Hälfte ihrer Lebenspunkte gut dabei und werden vermutlich diese sich hier durchsetzen können, sollten sie nicht zerschossen werden von den schwarzen Reitern. Malekith hat sich endlich zur Aufgabe genommen, den Sonnenmacher auszuschalten, aber es ist ehrlich gesagt zu spät, denn er hat keine Munition mehr. Ich hoffe, ihr habt meinen Einstellungen und Ansicht. Oh, meine Güter, der viel Chaos verursacht. Angriff in den Rücken von Boris Wüterich, der trifft sogar. Ich hoffe, ihr habt in eurem Anzeigetutorial angesehen, sodass ihr die Munition von Einheiten sehen könnt, wie ich mir, also dieser braune Streifen von Fernkampfeinheiten. Aber es sieht nicht gut aus fürs Imperium, wird von allen Seiten belagert, die Führerschaft bricht ein, sie können hier wirklich Boris Todbringer gebrauchen, um gegnerischen Nahkampf, Angriff und Abwehr und Führerschaft zu reduzieren und ihre eigene Führerschaft zu erhöhen. Demigreifen sind vielleicht die einzige Einheit, die jetzt noch so sich richtig durchsetzen können, um die Linie zu halten. Im Hintergrund kämpft Boris Wüterich gegen Malekith. Boris Wüterich aber, wie gesagt, eher der Unterstützungscharakter. Aber vielleicht wird er doch gegen Malekith jetzt obsiegen. Oh, nee, sieht aber nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für das Imperium. Die Bihan-Kämpfer, so hoch ich sie auch gelobt habe in diesem Kampf, haben es nicht geschafft, die gegnerische Linie auszuschalten. 115 Kills bei dem einen Regiment und 56 Kills beim anderen Regiment. Es ist schon okay beim einen, aber nur mäßig beim anderen. Höllenfeuer-Runenleser immer noch im Kampf. Mit ihrer hohen Geschwindigkeit jetzt ideal in der Lage. Warum ist hier eigentlich so ein weißer Glow? So ein Leuchten um die Einheiten herum. Ich glaube, da muss man in die Grafikeinstellung gehen und da etwas ändern. Gefällt mir nämlich gar nicht. Ja, jetzt die Frage, was will das Imperium jetzt noch machen? All die fliehenden Einheiten werden jetzt vertrieben. Die Höllenfeuer-Runenleser werden kaum noch besiegt werden können durch diese halbtoten Demigreifen. Wenn sie versuchen es jetzt noch. 39 Kills haben sie jetzt. Mal sehen, ob sie noch ein paar durch ihren Ansturm hinkriegen. Ja, 40, ein Höllenfeuer-Runenleser haben sie geschnappt. Aber sie sind schon wieder auf der Flucht und total gebrochen und... Tja, das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Imperium hier noch was reißen will. Es sei denn, Malekith wird jetzt erschlagen und Entsetzen durch Boris Wüterichs Greifen wird ausgelöst. Aber es sieht eher nicht so aus. Der Meisterassassine hier im Hintergrund sorgt für zusätzlichen Schaden. Bei Boris Wüterich, er ist auf der Flucht und das ist das Ende. Tja. Und damit geht diese erste Runde an den Zigeunerbaron gegen Steve M. Und obwohl Steve M. eigentlich die gute Position hatte mit dem Sonnenmacher und der Höllensturm-Raketenlafette und eigentlich sollte man meinen, super Konter mit den Bihan-Kämpfern hatte, ja, das einfach, hat es nicht geklappt.
Sonnenmacher vermutlich immer noch ein bisschen zu, obwohl 160 Kills. Ich denke, der hat schon sein Geld wieder reingeholt, aber ich glaube, die Silberkugeln, die Freistellung im Lied schienen nicht so richtig effizient zu sein. Genau wie die Bogenschützen, die mit ihren Anzahl der Kills recht wenig erreicht haben. Problem auf jeden Fall, dass die Demigreifenritter so gut von den Slanish Sunner niedergemacht worden wären. Die hätten definitiv von der Gegenwart von Boris Wüterich profitiert. Eigentlich ist es so, im Kampf 1 gegen 1 kann keine Kavallerieeinheit gegen Slanish Sammler ungebufft bestehen, einfach weil die den Gegner, die gegnerische Nahkampfangriffswerte so auf Null reduzieren, dass der Gegner einfach keinen Schaden macht. Und dann gab es nichts mehr, was die Slanish Sammler so richtig aufgehalten hat, dann haben sie einfach überall aufgeräumt. Aber mit Tyst-Zauberer hätte ich vielleicht gedacht, die ganze Zeit Seelenraub und Bühner Schicksal auf Slanish Sammler wäre vermutlich der beste Zauberspruch gewesen. Das war die erste Runde, Steven gegen den Zigeunerbaron. Wir schauen jetzt noch die zweite Runde an. Steven mit dem Chaos, schön zu sehen, das Chaos sieht man ja nicht so oft gegen den Zigeunerbaron, mit den Hochelfen. Moment mal, davon mache ich mir schnell einen Screenshot, damit ich nicht vergesse, wer wer ist. Ich hoffe, ich rede nicht zu sehr ins Mikrofon, es ploppt nicht so, obwohl ich hab eigentlich einen Popfilter beim Mikrofon. Ein Blick auf die Armeen, wir haben sie zwar gerade schon gesehen, wir gucken aber trotzdem nochmal rein, denn so viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Wir sehen die Chaos-Barbaren-Reiter mit Wurfäxten, immer gut, Plänkler, Kavallerieeinheit, Panzerbrechen, ist eigentlich gegen alles gut, haut auch Drachen ganz gut kaputt oder gegnerische Streitwagen und gegnerische Elite. Infanterie der Hochelfen, vielleicht ein bisschen teurer, ich glaube die normalen hätten es auch getan. Chaoshunde mit Gift, beziehungsweise gegen Drachenprinzen sind ja eigentlich optimal. Obwohl ich vielleicht mit dem Hochelfen nicht unbedingt Drachenprinzen mitnehmen würde. Wir werden sehen. Chaoshunde, um die Chaos-Barbaren-Reiter mit Wurfwechseln zu schützen und gegnerischen Fernkampf zu stören. Wir sehen ein Meisterhexer des Chaos mit Schattenmagie. Er hat natürlich das... Nein, er hat kein Pendel dabei. Pendel ist eigentlich ziemlich nützlich gegen Hochelfen. Mit ihren engen und langen Formationen kann so ein penumbrisches Pendel sehr viel Schaden machen. Wir sehen Melkox Miasma zum Verlangsamen, Entkräftung zum Schwächen und Schattengrube, um Blobs zu bestrafen. Er hat außerdem Geschossabwehr, ein Bonus. Wir sehen außerdem einen wilden Manticore des Chaos. An sich eine ganz okay Einheit. Großes Problem ist, er wird ziemlich schnell wild und dann kämpft er nicht mehr. Aber um gegnerischen Fernkampf im richtigen Moment auszuschalten, kann er schon recht nützlich sein. Die Frontlinie besteht aus Chaos-Barbaren, leichte störende Infanterie mit bronzenen Schilden im Hintergrund, Chaos-Kriege mit Zweihandwaffen, sogar mit ziemlich viel Erfahrungspunkten. Und Kolex Frau ist dabei, wo er Kolex gelassen hat, ist unklar. Aber sie wollen wahrscheinlich alleine mal einkaufen gehen in Form von Hochelfenleichen, Blutbestien-Streitwagen, auch noch schöne Artillerie, Streitwagen-Einheit, macht ziemlich viel Schaden und wir werden mal sehen, ob im Rahmen der Streitwagen-Buffs hier der ordentlich reinhaut oder nicht. Ist auf jeden Fall eine Armee, die vermutlich auch ganz gut zerschossen werden kann, ist auf der anderen Seite schon flexibel. Mit Streitwagen, mit Infanterie, mit Antigros, mit Zaubern und Plänkler. Also schöne ausgeglichene Armee hier von Steven. Auf der anderen Seite sehen wir illyrianische Grenzreiter in Vorhut von dem Zigeunerbaron. Bereit, um dem Chaos in den Rücken zu fallen, aber es gibt nicht wirklich viel, um dem Chaos in den Rücken zu fallen. Wenn hier ein Todbringer dabei gewesen wäre, hätte es schon was gebracht, aber so ist es nicht so effizient. Auf der Seite der Hochelfen sehen wir ansonsten dreimal Weiße Löwen von Chaos. Weiße Löwen von Chaos, auf jeden Fall ein großes Problem für die Chaoskrieger und die Chaos-Barbaren natürlich auch mit ihrer hohen Rüstung und nicht zu unterschätzen Nahkampfabwehr. Die werden mindestens gleichmäßig gegen die Chaoskrieger kämpfen können, sind vielleicht ein Hauch besser von den Werten her, kosten allerdings wahrscheinlich mit den Erfahrungspunkten auch etwas mehr. Im Hintergrund sehen wir einige Speerträger, die jeweils die Flanken und den Rücken der Hochelfenformation sichern. Und im Zentrum einmal Seegarde und einmal Schwestern von Avalon. Schwestern von Avalon, unglaublich hoher Schaden gegen gepanzerte Ziele. Chaoskrieger werden nur so dahinschmelzen, genauso wie Kolex-Frau und der Drache, wenn er erlaubt, getroffen zu werden. Tyrion als General dabei mit dem Täuschen und Kontern Buff, da wird er einfach zum noch viel fürchterlichen Nahkampfmonster mit 100 Nahkampfangriff und Abwehr, mit denen er den Buff aktiviert, kann sich heilen, halte die Stellung, Carsten,
Feuerresistenz ist da und außerdem zur Erhöhung der Flexibilität sind noch Schwertmeister von Hoth und Phönix gerade drin, also Antigroß, um die Fässern von Avalon zu schützen, mit Sicherheit, und Anti-Infanterie, um alles wegzuhauen, was das Chaos eigentlich an Infanterie mitbringen kann. Die lassen sich von nichts beeindrucken, was auf zwei Füßen läuft und nicht unbedingt gerade 10 Meter groß ist oder so. Ein Magier mit Leben, relativ günstig auf Pferd, nur mit Erdenblut, um viele Einheiten gleichzeitig zu heilen. Und es geht los, das Chaos bewegt sich direkt auf die Hochelfen zu und werden sehen, ob die penumbrischen Pendel hier schön eingesetzt werden. Ein Idias-Ziel sind natürlich Schwertmeister und die Phönixgarde. Die Schüsse beginnen auf die Chaos-Barbaren hinab zu regnen. Auf jeden Fall nicht das beste Ziel, was sie sich aussuchen können. Aber es besser ist, sie schießen auf irgendwas, anstatt ihre Munition mit ins Grab zu nehmen. Und es geht los. Die Schwestern von Avalon wechseln sofort ihr Ziel auf Codex Freud. Die freut sich zwar über die bunten Pfeilchen, aber sie tun dann schon ein bisschen weh. Und ihr solltet so schnell wie möglich auf jeden Fall auf die Schwestern von Avalon zugehen. Der Schaden hält sich bisher in Grenzen. Unbedingt eigentlich die Schwestern von Avalon angreifen. Alles andere wäre nicht so optimal. Entkräftung auf die Phönix gerade gecastet, um sie zu verlangsamen. Ja, die kämen wahrscheinlich dem Drachen oder Shaggot eh nicht hinterher. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen für das Miasma. Entweder auf die Schwestern oder auf die Seegard von Lothern. Alles, um den Fernkampf auszuschalten. Und im Hintergrund haben sich die illyrianischen Grenzreiter bereits positioniert und könnten einen zerstörerischen Angriff in den Rücken des Chaos verursachen. 40 Angriffsbonus für so eine leichte Einheit haut schon ziemlich rein. Aus dem Wald kommen gerade die Hunde und die Chaos-Barbarenreiter mit Wurfechsen. Ich muss sagen, den Fehler mache ich auch manchmal, wenn ich ein Flankenmanöver habe, dass die Einheiten nicht gleichzeitig kommen. Wir sehen eine Schattengrube in die Schwestern von Avalon gecastet, allerdings nicht vollkommen zentral. Dennoch werden die Schwestern gnadenlos eingesaugt und können so einige Sekunden nicht schießen. Sie ziehen sich zurück. Der Manticore wird gerade auch aufgehalten und der Meisterhexer des Chaos greift, wie es aussieht, gerade den Lebensmagier an. Schwestern von Avalon waren nicht im Defensivmodus und werden in den Nahkampf reingezogen. Der Streitwagen hängt gerade in der Linie der Elfen fest, arbeitet sich nicht wirklich durch. Immerhin hat er 15 Kills, besser als nichts. Der illyrianische Grenzreiter mit einem wundervollen Angriff in den Rücken. Der Chaos Barbarian Angriffsbonus von 40 wird für Blut und Tod und Zerstörung sorgen. 6 Kills mit ihrem ersten Ansturm sind schon 7 geworden. Es werden noch mehr ideale Aktionen hier gerade vom Zigeunerbaron mit seinen Hochelfen. Meister des Chaos ist aus dem Nahkampf rausgegangen, wird jetzt beschossen. Momentan kann nichts hier diese hintere Linie so richtig angreifen. Drachenogre Shaggoth wird absolut gnadenlos vom Tyrion vernichtet. 100 Nahkampfangriff, 100 Abwehr ungefähr. Da hat niemand eine Chance. Ist jetzt gedebufft durch Melkos und Miasma. Das macht ihn langsam, aber ansonsten beeindruckt es ihn nur mäßig. Aber wenigstens lebt der Drache noch. Der Drache lebt noch, einen Drachenatem in die Phönix gerade. Hat aber nur bedingt was gebraucht. Er ist nicht gut platziert worden. Aus der Seite hätte er vermutlich mehr Schaden gemacht, wenn er so in den dicken Haufen der Hochelfen geschossen hätte. Der Streitwagen wird letztendlich schön eingesetzt. 51 Kills. Er sammelt schnell Kills, sobald der Gegner seine ersten Lebenspunkte verloren hat. Lebensmagier auf der Flucht. Er wird mit Sicherheit zurückkommen, wenn er nicht abschließend getötet wird. Die Frontlinie der Hochelfen ist ziemlich eingebrochen, aber auch die Chaoskrieger mussten ziemlich leiden. Und die Chaoskrieger müssen jetzt weiter vorrücken, um die Fernkämpfer auszuschalten. Wenn sie das schaffen und der Meisterhexer des Chaos überlebt, vor allem unter Streitwagen auch noch überlebt und weiter im Endgame seinen Schaden machen kann, dann sehe ich hier sehr gute Chancen für das Chaos. Und da kommen die Chaoskrieger, um die Schwestern von Avalon auszuschalten. Aber sie werden angefangen von heldenhaften Speerträgern der Hochelfen. Und Phönix gerade kommt hinterher und da werden sie sich nicht verlässlich durchschlagen können. Ich würde ehrlich gesagt jetzt meine Hunde einsetzen, um hier diese offenen Schwestern von Avalon abzuschießen. Hier wäre jetzt eine Schattengrube optimal oder hier würde richtig viel Schaden machen. Die vorzeitige Schattengrube auf die Schwestern von Avalon hat sich nicht ausgezahlt. Chaoskrieger mit zwei Waffen ziehen sich wieder zurück. Möglicherweise möchte er hier Phönixgarde und Speerträger von den Schwestern von Avalon wegtreiben. Lebensmagier kam natürlich wieder zurück.
halt die wichtige Phönixgarde. Schwestern von Avalon immer noch am Schießen. Meisterhexer des Chaos flüchtet vor Türen in die Luft oder greift. Oh, das wird langsam richtig eng. Richtig eng vor den Meisterhexer des Chaos. Seine Lebensarmee geht zur Neige. Weiß nicht so genau, was er tun soll. Geht vor und zurück. Wahrscheinlich versucht er, den Pfeilen der Schwestern von Avalon auszuweichen. Im Hintergrund stehen noch einige Chaos-Regimenter herum, die einige Sekunden nichts getan haben, aber es wird immer, das war jetzt, glaube ich, ein deutlich besserer Drachenatem. Da sind einige Hochelfen zu Boden gegangen. 51 Kills ist in Ordnung. Aber ich glaube, so langsam aber sicher ist es das Ende für das Chaos. Streitwagen kommt nochmal zurück. Mal sehen, ob wir ihn nochmal angreifen sehen. Die Antwort lautet nein, nichts ist passiert. Die Schlacht ist zu Ende und damit hat der Zigeunerbaron hier mit einem 2:0 gegen Steve Emmond doch schön spielen gewonnen. Ich denke, hier hätte Steve Emmond seinen Flankenangriff mit den Chaoshunden früher einsetzen sollen und müssen, um die Schwestern von Avalon und die Seegard von Lothern darin zu hindern, den Meisterhexer des Chaos zu sehr zu beschädigen und auch natürlich auch den Drachenoger Shaggoth, der auch die ganze Zeit von Türen verfolgt worden ist. Dadurch konnte der Drachenoger Shaggoth kaum Schaden machen. Möglichkeiten hier, das zu verhindern, ist, den Drachenoger Shaggoth zum Beispiel durch die eigene Infanterielinie zu ziehen. Der Tyrion, gegnerischer Nahkampflord, vor allem zu Pferd, bleibt dann in der Infanterie hängen und man hat ein bisschen freies Spiel mit seinem Drachenoger Shaggoth. Also Zerstörung der Schwestern von Avalon und der Seegarde wäre essentiell gewesen. Die haben zwar scheinbar wenig Erfolg hier gehabt durch die wenigen Kills, aber sie haben natürlich sowohl Drachenoger als auch Meisterhexer als auch den wilden Manticore wirklich derb zugrunde gerichtet. Die Frontlinie der Weißen Löwen haben wir jetzt leider nicht so genau angesehen. Offensichtlich waren sie stark genug, um mindestens gleichwertig mit den Chaoskriegern mit Zweihandwaffen zu traden. Ja, und die Chaoshunde mit Gift, die hätten einfach überall sein müssen und die ganze Zeit die Fernkämpfer angreifen sollen. Schöner Angriff der Lyranischen Grenzreiter in den Rücken, das war natürlich ganz schön unangenehm für Steve M. Also war einiges Schönes dabei hier. Wie gesagt, ein numerisches Pendel hätte, glaube ich, hier einiges gebracht, um die Frontlinie Hochelfen niederzumachen. Hat leider nicht dabei gehabt, Schattengrut zu früh. Dann wäre es wahrscheinlich noch etwas anders ausgegangen. Jedenfalls schöne Runde. Ich bedanke mich an den beiden Teilnehmern und natürlich an Legatus für die Organisation dieses Turniers. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und möglicherweise ist jetzt Feiertag, Weihnachten oder die Zeit dazwischen. In jedem Fall schönen Festtag und guten Rutsch ins neue Jahr.